Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag auf dem Weg nach Albanien, wo über den sogenannten Berliner Prozess beraten wird. 2014 unter Angela Merkel ins Leben gerufen, soll dieser die regionale Integration der 6 Westbalkanstaaten und ihre Heranführung an die Europäische Union fördern. Vor allem Spannungen wie der jüngst wieder aufgeflammte Konflikt im Norden des Kosovo mit Serbien haben den Prozess wiederholt ausgebremst. Es sei an der Zeit, diese Konflikte zu überwinden, die die Länder nur zurückhielten, sagte Scholz zum Auftakt des Westbalkan-Gipfels in der Hauptstadt Tirana. Jeder Fortschritt, den sie auf dem gemeinsamen regionalen Markt machen, wird sie näher an die EU-Standards heranführen. Auf meine Unterstützung und die der deutschen Regierung können sie dabei zählen. Und wohl auch auf die meiner Kollegen. Das ist es, wofür der Berliner Prozess steht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die Union wolle ihren Markt für Unternehmen aus dem Westbalkan unter der Bedingung öffnen, dass die Länder ihren Nachbarn Marktzugang gewährten. Wenn es in diesem Prozess Blockaden gäbe, sei der einzige, den man blockiere, man selbst. Der Rest werde sich weiterentwickeln. Neben Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien gehören zusammen mit Deutschland weitere EU-Staaten wie Frankreich, Italien und Polen zu der Gruppe.